Guten Tag, Herr Ziegler. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Tag. Als Zeuge muss man euch die Wahrheit sagen, wer das nicht tut, macht sich strafbar. Vorsorglich auch bei Ihnen, 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Ja, geht klar. Sie heißen Jonas Ziegler, 18 Jahre alt, Sie wohnen in Ingolstadt, Sie sind lediger Auszubildender zum Bankkaufmann. Verwandt, verschwägert mit Angeklagten? Nee, wir sind jetzt wieder zusammen. Das heißt wieder? Ja, wir waren schon mal zusammen, aber dann kam Felix dazwischen. Aber anscheinend hat sich's bei Nina jetzt ausgefelixt. Jetzt wird der Nina ja vorgeworfen, dem Felix Markgraf am 17.11. um 1.20 Uhr die Augenlider mit Sekundenkleber verklebt zu haben. So ein Quatsch, das hat Nina überhaupt nicht gemacht. Fangen wir doch einfach lieber mal ganz von vorn an. Schildern Sie doch mal diesen ganzen Partyabend aus Ihrer Sicht. Also die Party fand ich eigentlich ganz fett. So, die Mucke war gut, es gab ordentlich was zu trinken. Und es waren genau die richtigen Leute da. Bloß meine Partystimmung war von Anfang an ein bisschen betrübt. Wieso das denn? Ja, wegen Felix' Aktion. Er hat das Video, das Nina ihm geschickt hat, einfach an alle seine Freunde weitergezeigt. Unter anderem an mich. Aber mir war das völlig unangenehm. Jetzt tu doch nicht so. Was laberst du denn da, Alter? Du hast dich doch am allermeisten darauf aufgegeilt. Tust jetzt auch auf einen auf Heiligen oder was? Seid nicht jeder so ein Arschloch wie du. Nein, also Nina, solche Ausdrücke will ich hier wirklich nicht hören. Hm? Tut mir leid, Herr Richter. Herr Richter, lassen Sie sich von ihr bloß nicht täuschen. Sie hat's faustdick hinter den Ohren. Was war Ihnen denn unangenehm an dem Video? Ja, ich fand es einfach nicht gut, dass sich alle das Video hinter Ninas Rücken angeschaut haben. Ich meine, das ist ja totaler Vertrauensbruch auch für Nina. Und Felix hat es ja nur rumgezeigt, um sich vor seinen Freunden aufzuspielen. Und das, sowas macht man doch nicht, erst recht nicht mit seiner eigenen Freundin. Alter, aber angeschaut hast du es dir, ja? Und ich will nicht wissen, wie oft und was du dabei gemacht hast. Ja, natürlich habe ich es auch angeschaut. Ich bin ja auch nur ein Mann. Es tut mir leid, Nina. Kein Problem, du kanntest ja schon ein bisschen was. Also, Ihnen war das unangenehm, die ganze Angelegenheit? Das heißt, Sie hatten auf der Party nur bedingt Spaß, oder wie? Ja, ich dachte mir halt die ganze Zeit, irgendjemand muss es Nina ja erzählen. Die halbe Party hat schon hinter ihrem Rücken über ihren Körper geredet. Und dann haben Sie ihr alles erzählt? Ja, natürlich habe ich ihr dann alles erzählt. Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr dicht halten. Aber... Haben Sie auch gesagt, dass Felix das ins Internet gestellt hat, das Video? Ja, natürlich, das musste ich ja sagen. Ich meine, wie krass ist das denn, das auch noch ins Internet zu stellen? Du hast es ins Internet gestellt, gib es doch einfach zu! Oh, jetzt lenk doch nicht von dir ab! Ich lenk nicht von mir ab. Ja, okay, Herr Richter, ich hab's an meine Freunde weitergeschickt. War vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber ins Internet gestellt habe ich es nicht. Und du hast es doch nur gemacht, um mir eine reinzuwirken. Gib es doch zu, Mann. Er? Und warum hätte er das tun sollen? Die waren halt schon mal zusammen und ich habe sie ihm halt ausgespannt. Ich habe dir deswegen nie Vorwürfe gemacht, ganz ehrlich. Damals ist halt scheiße gelaufen, shit happens. Und wie hat dann die Angeklagte, also die Nina, auf diese Enthüllung mit dem Video reagiert? Ja, sie ist natürlich total ausgerastet, was ja auch verständlich ist. So, sie ist ja so schon temperamentvoll, aber bei so einer Aktion rastet man natürlich aus. Mhm. Und dann ist sie zu Felix hingegangen und hat ihm total die Szene gemacht. Und waren Sie da dabei? Ja, klar, da waren alle dabei. Ich wollte ja nur beistehen. Beistehen? Sei doch ehrlich, du wolltest nur sehen, wie Nina mich abschießt. Jetzt tu doch nicht so, nur weil du es bei Nina verkackt hast, ganz ehrlich. Das hätte dir vorher klar sein müssen, Mann, dass man ein Mädchen wie Nina nicht wie Scheiße behandelt. Also, sie hat dann tatsächlich mit dem Schluss gemacht, hat sie uns schon erzählt. Wie ging es danach weiter? Dann ist sie irgendwann gegangen. Ich glaube, es war so gegen Mitternacht. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja. Hat sie sich denn von Ihnen verabschiedet? Nee, das nicht. Hat sie nicht? Hat sie das nicht gewundert? Ja, eigentlich nicht. So, sie war ja bestimmt mit ihren Gedanken woanders, wo sie gerade einen Felix-Schluss gemacht hat. Mich wundert auch, warum Sie an Ihrer Überzeugung festhalten, Herr Markgraf, dass meine Mandantin Ihnen die Augen verklebt hat. Ich habe Ihnen doch vorhin schon bewiesen, dass das Geräusch, das Sie angeblich gehört haben, ja, ein Irrtum gewesen sein muss. Jetzt hat auch noch Jacqueline Ihre Belastungen zurückgenommen und trotzdem bleiben Sie bei Ihrer Haltung, dass meine Mandantin die Täterin sein soll. Da frage ich mich, ist da nicht doch verletzter Stolz im Spiel bei Ihnen? Nein, ganz bestimmt nicht. Nina ist nicht so unschuldig, wie sie aussieht. Ich meine, brave Mädchen kann ich sowieso nicht ausstehen. Und sie täuscht. Sie hat's faustdick hinter den Ohren. Und ja, und außerdem, ich bin mir ganz sicher, dass sie das war. Ich meine, ihr Rad stand noch vor unserem Haus. Ganz ehrlich, Rad hin oder her? Nina ist eine total offene Person. Wenn sie ein Problem mit dir hat, dann würde sie einfach auf dich zugehen und es dir sagen. Ich meine, sie hat ja auch schon Schluss gemacht. Wozu sollte sie dann noch die Augen zukleben? Haben Sie bei Ihrer Suche nach Nina eigentlich wirklich in allen Zimmern nachgesehen? Ja, okay, jetzt vielleicht nicht in allen Zimmern. Aber das Haus ist auch so riesig, bei denen sind die Schränke teilweise größer als bei uns das Bad. Das heißt, es wäre also die Möglichkeit gegeben gewesen, dass sich Nina irgendwo versteckt gehalten hat, bis Felix eingeschlafen ist, wie zum Beispiel in einem der Kleiderschränke. Ja, so eine wie Nina, die versteckt sich nicht im Schrank. Dazu muss ich ja wohl hoffentlich nichts sagen. Ich meine, immerhin hat sie ja ein Striptease-Video aufnehmen lassen. Jedenfalls haben Sie es geschafft, dass Nina und Jonas sich getrennt haben. Und Sie sind ja dann wieder mit ihr zusammengekommen.
Ja. Da werden Sie ja vermutlich nur sehr ungern gegen Ihre jetzige neue Freundin aussagen. Entsprechende Skrupel kennt allerdings die Stiefmutter des Geschädigten nicht, Rosi Markgraf. Gott sei Dank. Gut, davon können wir uns ja gleich selbst ein Bild machen. Aber jetzt gibt es noch Fragen an den Jonas. Nein. Danke, keine. Dann bleiben Sie unvereidigt, auf den Platz nehmen. Und Rosi Markgraf, bitte. Guten Tag, Frau Markgraf. Du bist ganz blass, alles klar? Ja, nehmen Sie einfach mal hier vorne Platz, bitte schön. Muss ich belehren, dass Sie das Zeugin die Wahrheit sagen müssen? Wer das nicht tut, macht sich strafbar. Ja, natürlich. Sie heißen Rosemarie Markgraf, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Ingolstadt, sind verheiratet, sind Schichtleiterin beim Bodenpersonal einer Fluggesellschaft und nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Aber ich nehme an, Sie wissen, was ihr vorgeworfen wird. Ja, Nina war die Freundin von Felix und hat uns natürlich auch öfters bei Besuch daheim. Felix ist der Sohn meines Mannes, also mein Stiefsohn. Wie haben Sie denn den Abend verbracht, als der Felix seinen Geburtstag gefeiert hat? Ja, mein Mann und ich waren an dem Tag ein Jahr verheiratet und wir hatten uns dann einen schönen Aufenthalt im Wellnesshotel vor Ort gegönnt. Wussten Sie denn, dass zu Hause währenddessen eine Geburtstagsparty steigt? Ja, das wussten wir schon, aber den jungen Leuten muss man ein bisschen Freiraum geben und dann war es ganz okay, dass wir da nicht vor Ort waren. Ja, aber dann sind Sie doch mitten in der Nacht wieder zu Hause angetanzt, oder? Ja, es war so kurz vor 2:30 und eigentlich auch nur als Stippvisite gedacht. Aber mein Mann ist Asthmatiker und der hat in der Nacht dann Atemprobleme bekommen. Und es war zwar nicht so schlimm, dass wir den Notarzt rufen mussten, aber ich wollte eben das Inhalationsgerät holen, damit es ihm ein bisschen besser geht. Und Ihr Mann? Der ist im Hotel geblieben. Und als Sie nach Hause gekommen sind, was haben Sie da beobachtet? Ja, ich habe gerade eben das Auto abgestellt. Da habe ich gesehen, wie Nina, wie von einer Tarantel gestochen, aus dem Haus gerannt kam. Und dann ist sie auf ihr Fahrrad drauf und davon geradelt, als ob der Teufel hinterher war. Am Anfang hatte ich mir noch gar nicht so viel dabei gedacht, weil die jungen Leute sind manchmal ein bisschen irrational. Aber als ich dann das Haus betreten habe, habe ich Felix schon schreien hören. Also, so eine unverschämte Person, die lügt sich doch alles zusammen. Und das nur, um ihre eigene Tochter zu schützen. Aber ich sage Ihnen eins, damit kommen Sie nicht durch. Und wenn ich da persönlich für sorgen muss. Frau Kettinger, ich wiederhole mich ungern, ich habe schon gesagt, stören Sie hier bitte nicht, bleiben Sie einfach ruhig sitzen. Wenn Sie es nicht schaffen, gibt es eine andere Lösung. Ja? Ich sage nur das, was ich gesehen habe. Und Jacqueline würde nie Felix Augen verkleben. Außerdem hat sie doch gesehen, wie Nina den Sekundenkleber aus der Küchenschublade geholt hat. Ach, das hat sie eben nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie, das hat sie nicht? Naja, ganz einfach. Ihre Tochter hat ihre Aussage diesbezüglich geändert. Wieso hast du das gemacht? Ich habe mich geirrt, Mami. Aber du warst dir doch sicher. Du hast dich nicht geirrt. Na, wissen Sie was, Frau Markgraf? Ich gehe davon aus, dass Sie und Ihre Tochter sich einen Plan zurechtgelegt haben, der da lautete, Nina zu belasten. Und jetzt, wo Ihre Tochter hier als Zeugin ausgesagt hat, hat sie sich offensichtlich eines Besseren besonnen. Ich kann dir nur anraten, vielleicht gehen Sie auch noch mal in sich. Ich sag die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich habe Nina gesehen, wie sie das Haus verlassen hat und dann davongeradelt ist. Nein, die Verteidigerin hat recht. Jacqueline hat die Augen verklebt von Felix und Sie wollen Ihre Tochter einfach nur decken. Komm, aber das gut sein. Was wollen Sie wundert damit? Mich ja auch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Was ich damit sagen möchte? Das wundert mich einfach nicht bei Ihrem Charakter. Wenn Sie wüssten, was in Leos Freundeskreis über Sie gesprochen wird. Die sind doch alle voller Mitleid für ihren Mann, dass er einer Frau wie Ihnen auf den Leim gegangen ist. Ich kann da, glaube ich, Ihrem Mann nur beipflichten, so wie ich ihn gerade verstanden habe. Sie halten sich jetzt einfach mal zurück und wenn Sie das nicht schaffen, dann müssen Sie einfach den Sitzungssaal verlassen. Ja? Schlimmstenfalls werfe ich Sie einfach raus. Das ist jetzt die allerletzte Warnung, Frau Kettinger. Aber es stimmt schon. Jeder soll erfahren, was für eine Frau Markgraf ist. Ich meine, sie war arm wie eine Kirchenmaus. Sie hat sich in das gemachte Nest gesetzt, in eine schöne große Villa, wollte dann auch noch ihre bescheuerte Tochter mitnehmen. Und das alles nur, weil es ihr jetzt so ganz gut geht. Nina, komm bitte, jetzt lass doch gut sein. Ja, das finde ich jetzt auch. Ich muss mich hier immer rechtfertigen. Ich liebe meinen Mann. Und Jacqueline hat sich frei entschieden, bei ihrem Vater zu leben. Sie ist glücklich damit. Und Probleme gibt es überall in jeder Familie, auch in Patchwork-Familien. Aber das wird sich schon noch richten. Ach ja, richten? Und wie? Indem Sie für Ihren Mann die Beine breit machen, oder was? Nina, jetzt hör doch auf! Was denn? Man wird doch wohl sagen wirklich dürfen, wahr, wie es ist. Du hast selber gesagt, du willst mit dem Markgraf nichts zu tun haben und wirst ihn nicht einladen, weil du keine Proleten bei uns am Tisch haben willst. Boah, das reicht mir echt! Bitte, das können Sie wieder haben! Mit Geld kann hätte man nicht alles kaufen! Klappe halten und vor allem die Unschuld Ihrer ätzenden Tochter! Echt.
Also das möchte ich jetzt dann doch auch mal genau wissen. Was hat sie mit diesem Geld auf sich? Jacqueline, Sie müssen die Wahrheit sagen, 55, Sie müssen sich selber nicht belasten. Was ist denn das? Das waren 5000 Euro. Die hat Herr Kettinger mir gegeben, damit ich seine bescheuerte Tochter decke und nicht sage, dass ich sie gesehen habe. Wie bitte? Ja, aber das ist mir jetzt wirklich zu doof. Ich habe genau gesehen, wie sie den Sekundenkleber aus der Schublade genommen hat. Genau wie die Frau Staatsanwältin es gesagt hat. Ganz sicher. Also unabhängig von dem, was er gemacht haben soll, dass ihre falsche Aussage Konsequenzen hat, ist Ihnen klar? Ja, ich weiß. Aber wir konnten das Geld echt gut gebrauchen. Sonst hätten wir in eine noch kleinere Wohnung ziehen müssen. Mein Vater ist arbeitslos und er hat deswegen echt null Selbstbewusstsein. Und jetzt hat Mama auch noch so reich geheiratet. Er hat wirklich total die Minderwertigkeitskomplexe gekriegt. Und mit 10.000 Euro, da lässt sich wirklich einiges anschauen. Moment, was heißt 10.000 Euro? Es war doch gerade von 5.000 Euro die Rede. Ja, 5.000 Euro, wenn ich Nina decke und dann nochmal 5.000 Euro drauf, wenn sie freigesprochen wird. Na, der Herr da hinten, stimmt das? Also ich weiß gar nicht, wo sie das hernimmt. Das ist wirklich unverschämt, diese Behauptungen. Naja, ehrlich gesagt, Herr Kettinger, habe ich da meine Zweifel, ob das einfach sie sich aus den Fingern gezogen hat. Woher soll sie denn, wenn das nicht stimmt, jetzt plötzlich das ganze Geld herhaben? Weiß ich doch nicht. Und mich hat es ehrlich gesagt sowieso gewundert, wieso sie plötzlich ihre polizeiliche Aussage um 180 Grad gedreht hat. Das fragen Sie mich. Was ist denn, wenn an dem Geld Ihre Fingerabdrücke dran sind? Ja? Oder das war in einem Umschlag, habe ich glaube ich gerade gesehen, oder das Geld? Was ist, wenn an dem Umschlag, Herr Kettinger, Ihre Fingerabdrücke dran sind? Das lässt sich ja recht leicht feststellen. Ja, alles okay. Bitte, was ist okay? Ja gut, ich habe ja die 5.000 Euro gegeben. Ich möchte doch nicht, dass hier meine Tochter belastet wird. Ich glaube, darüber sollte man mal ein bisschen intensiver reden, oder? Ach, wozu? Noch Fragen an die Frau Marker? Keine. Nein, danke. Nehmen Sie mal hin, Platz, Sie bleiben unfreiwillig. So, dann, Herr Kettinger, kommen Sie mal nach vorne, setz dich mal dahin. Haben Sie einen Ausweis? Dann geben Sie mir den bitte mal schnell. Ja, ja, habe ich schon. Krieg ich Sie? Wer kriegt Sie? Mir bitte. Bitte. Nehmen Sie mal Platz, bitte schön. Also. Keine gute Aktion. So viel ist schon mal klar, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Sie müssen sich selber nicht belasten, 55 StPO. Hm? Also, Sie heißen Ludwig Kettinger, Sie sind richtig 40 Jahre alt und Sie wohnen in Ingolstadt, oder? Genau. Ihr Familienstand? Verheiratet. Was sind Sie vom Beruf? Ja, Möbelhaus Kettinger. Mhm. Also, wenn Sie mal was brauchen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema. Die Angeklagte ist Ihre Tochter, damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht, ja? Nein, ich sag schon was. Irgendjemand muss ja hier mal sagen, was los ist. Ja, vor allem müssen wir jetzt mal erklären, wie kommen Sie auf die Idee, die Jacqueline Haas mit Geld zu einer Falschaussage anzustiften? Ich weiß gar nicht, was die Frage überhaupt auftaucht. Es ist meine Tochter, sie ist minderjährig. In der heutigen Zeit, wenn sie hier belastet wird von den feinen Damen und eine Vorstrafe bekommt, die beruflichsten Aussichten, das kann sie sich ja grob abschminken. Das heißt, da fällt mir mindestens 10 Dinge ein, die sie nicht mehr tun kann. Also Unrechtsbewusstsein haben sie überhaupt keins, oder wie? Aber wenn Sie sagen, wenn sie eine Vorstrafe hat, das heißt, Sie sind sich ja eigentlich sicher, dass es ohne Ihre Aktion zu einer Verurteilung gekommen wäre. Wieso sind Sie sich denn da so sicher? Sicher, habe ich nicht gesagt. Bei aller Liebe. Wenn man mal anschaut, wie das hier läuft, seit ich hier herin bin, die Frau Markgraf und ihre feine Tochter hier sich verschwören gegen Nina, um Jacqueline zu decken. Nee, da muss ich mich schon einschalten. Tut mir wirklich leid, das Vater. Also Entschuldigung, das wage ich jetzt doch inzwischen sehr zu bezweifeln. Vor allem, also für mich sieht es so aus, dass Sie von einer Verurteilung und damit wohl von der Schuld Ihrer Tochter überzeugt waren. Also mir nichts, dir nichts. Legt mir doch nicht einfach mal 10.000 Euro von der Falschaussage auf den Tisch. Ich kenne meine Tochter, seit sie klein ist. Ich weiß, dass sie unschuldig ist. Da brauche ich mir keine Sorgen machen. Sieht ja auch der Unschuldige. Lassen Sie gerade mal einen Moment. Folgen auf dem Video. Ich erinnere mich da gerade an was. Als die Polizeibeamten da am Morgen nach der Tat bei Ihnen vor der Tür standen, da hat man Sie und Nina ja gar nicht antreffen können, weil Sie sich gerade in der Notaufnahme im Krankenhaus befinden. Exakt, ganz genau. Wenn man hier aufmerksam zuhört, dann bekommt man mit, dass meine Tochter ja erst ohne Fahrrad, dann mit Fahrrad unterwegs war. Sie sehen ja, wie sie sich kleidet bei den Temperaturen. Es ist ja kein Wunder, dass sie sich eine Bronchitis holt. Das mit der Bronchitis steht schon auch hier. Ja. Hier steht aber auch noch eine Bemerkung des vernehmenden Beamten. Der hat ein Aktenvermerk angefertigt, dass auf ihn die Nina vollkommen gesund gewirkt habe. Tja, so ist das mit den Medikamenten. Die sollen ja helfen. Und dann? Ja, ich frage mich einfach, ob
der Grund für den Besuch in der Notaufnahme wirklich die Bronchitis gewesen war, das müsste ich ja feststellen lassen. Der Herr Richter, also ich bitte Sie, Sie wissen doch besser als ich in unserem Staat, dass es sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht gibt, oder? Haben Sie völlig recht, natürlich. Deswegen wollen wir vom behandelnden Arzt sicherlich auch erstmal überhaupt nichts erfahren. Aber in der Früh, in der Notaufnahme, was war das nochmal? Das war ein Sonntagmorgen. Genau. Da waren doch sicher auch einige Patienten im Wartezimmer der Notaufnahme. Und für die Patienten, da gilt die ärztliche Schweigepflicht allerdings nicht. Nee, aber da gilt auch die Krankheit, die Sie haben. Und wenn über die Hälfte mit Bronchitis da sitzt, dann wage ich wirklich zu bezweifeln, dass die im Einzelnen sich erinnern, wer denn der einzelnen anwesenden Patienten was hatte. Da haben Sie wohl auch recht, ja? Wenn einer Bronchitis hatte. Aber nehmen wir mal an, da sitzt in der Notaufnahme eine junge Dame, der die Finger zusammengeklebt sind, die Finger immer auseinanderbringt. Wetten? Also ich würde mich daran erinnern, wenn ich neben der in der Notaufnahme saß, oder? Ja, Herrgott, noch mal. Dann hat sie es halt getan. Und jetzt? Weiß gar nicht, was hier zur Diskussion steht. Ich meine, sie hat doch vollkommen recht. Schauen Sie mich mal an. Heute glauben Sie, ich würde hier sitzen mit einem Möbelhaus, wenn ich mich wie ein kleines Mädchen benehme und mir alles gefallen lasse? Der hat schon vollkommen recht. Was er mit ihr macht, kann ja wohl nicht wahr sein. Und dem Felix. Aber hallo. Da hätte ich auch gemacht. Sie merken gerade, dass mir der Mund offen stehen bleibt. Das kann ja wohl nicht sein. Also, da muss ich mich über gar nichts wundern, wenn Sie solch ein Bild in der Erziehung Ihrer Tochter vermittelt haben. Ja, ich wundere mich auch nicht mehr. Unrechtsbewusstsein 0,0. So, und jetzt sind wir bei Ihnen, Nina. Stimmt das, was Ihr Vater sagt? Ja, und wenn schon. Felix hat es noch nicht anders verdient. Genau. Na, das sehen Sie, das Ergebnis Ihrer Erziehung. Auch bei Ihrer Tochter. Und? Nicht das geringste Unrechtsbewusstsein. Wobei, es ist ja unstrittig, dass der Felix das Video an seine Freunde weitergeleitet hat. Aber es ist nach wie vor schon offen, wer es dann ins Internet gestellt hat. Dann fragen Sie doch Felix. Der weiß, wie man sowas macht. Mann, Alter, wie oft denn noch? Genau. Vielleicht hast ja du das Video online gestellt. Ich doch nicht. Guck doch mal, wie blass du wirst. Genau. Du wusstest nämlich, dass wenn ich das erfahre, dass ich ihn in den Wind schieße, du wolltest nachhelfen, damit ich wieder zu dir zurückkomme. Ist es nicht so? Nee, so ist es doch überhaupt nicht mein Ding. Also wirklich. Ich weiß ganz genau, du warst es. Du hast es online gestellt. Und Nina. Nix, Nina! Jetzt hat sich's ausgeninert. Ich sag dir mal eins, mit dir bin ich fertig. Das kann so nicht weitergehen, denn wirklich, heute ein Kerl dümmer als der andere. Das kann so nicht weitergehen. Im Moment geht's auch nicht weiter, oder? Oder hat noch jemand Fragen? Keine dann bleiben Fragen, Sie unfertig. Nehmen Sie mal auf der Bank da hinten Platz, bitte schön. Ja, nach dem Urteil über die Kerle, Frau Kramer, sind wir froh, dass Sie kein Kerl sind. Bitte den Bericht der Jugendhilfe. Ja, also ich habe Nina in ihrer Familie besucht und dabei ist mir schon aufgefallen, dass sie sehr, sehr behütet aufgewachsen ist und auch, dass ihr materiell einfach nie irgendetwas gefehlt hat. Sie musste nie in ihrem Leben Verantwortung für irgendetwas übernehmen und es fällt ihr auch schwer, Grenzen zu erkennen und diese vor allen Dingen auch zu respektieren. Ja, ich bin mir sicher, dass mit den richtigen Sanktionen in diesem Fall, ja, dass da keine weiteren Straftaten mehr folgen werden. Aber aufgrund der Schwere der Verletzungen halte ich eine Woche Arrest für durchaus angebracht. Gut, danke schön. Bundeszentralregisterauszug und Erziehungsregisterauszug, beide ohne Eintrag, also der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen, dann schließe ich die Beweisaufnahme für Frau Staatsanwältin. Herr Vorsitzender, Frau Verteidigerin, nur zu gerne greife ich Ihre Anregung auf, dass es doch einer strengen Sanktionierung bedarf, um die Angeklagte vor weiteren Straftaten abzuschrecken. Ich meine, nachdem Ihr Vater sogar noch versucht hat, sie durch Bestechungsversuche der Zeugin zu schützen, glaube ich nicht, dass diese Erziehungsmaßnahmen von zu Hause kommen. Und ganz offensichtlich hat die Angeklagte auch von ihrem Vater beigebracht bekommen, aufgrund voreilig gezogener Schlüsse einfach das Recht in ihre eigene Hand zu nehmen. Anders lässt es sich ja gar nicht erklären, warum sie hier ihrem Freund aufgrund bloßer Mutmaßungen die Augen zugeklebt hat. Nachhaltig, mit nachhaltigen Schäden. Tja, aber wenn ich selber von mir ein Video mit einem Striptease aufnehmen lasse, ja, dann kann ich ja wohl damit rechnen, dass das irgendwann mal in die falschen Hände gerät, oder? Da brauche ich keinen IQ von 140, um das vorhersehen zu können. Und dass die naheliegendsten Lösungen oft nicht die richtigen sind, das ist gemeinhin auch bekannt. Obwohl, seit wie vielen Jahren versuche ich das jetzt schon der Verteidigung irgendwie zu vermitteln? Erfolglos? Na gut, Scherz beiseite. Ich beantrage jedenfalls die Angeklagte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr zu verurteilen, welche zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ja, ich will meine Mandantin nicht in Schutz nehmen. Ich sehe wohl, dass sie hier eine Straftat begangen hat mit einem gravierenden Ausmaß für das Opfer. Aber gleichwohl muss ich hier mal
ein Wort an mein Gegenüber richten. An Sie, Frau Kramer, und an Sie, Frau Staatsanwältin. Offensichtlich haben Sie hier den Blick fürs Wesentliche verloren. Heute und hier geht es um die Verurteilung einer Jugendlichen. Sie beide messen aber hier meine Mandantin und ihr Verhalten an dem Maßstab der Erwachsenen. Sie betrachten nicht nur aus ihrer eigenen Erwachsenensicht das, was meine Mandantin gemacht hat. Nein, sie kreiden ihr an, dass sie eben nicht in der Lage ist, wie eine Erwachsene zu handeln. Dabei haben sie gar nicht gemerkt, dass diese Vorwürfe und diese Versäumnisse und vielleicht diese Erziehungsmängel sich an die Adresse der Eltern richten. Meine Mandantin ist Opfer, Opfer einer solchen Erziehung. Und sie hat den Schutz des Jugendlichen. Sie hat noch die Möglichkeit, sich hier eines Besseren belehren zu lassen. Und ich glaube nicht, dass meiner Mandantin hier der eiskalte Racheengel im Genick gesessen hat. Nein, das war eine Kurzschlussreaktion. Sie wurde gedemütigt an dem Abend und dann hat sie eben diesen Fehler begangen. Und für den wird sie auch gerade stehen. Und vor diesem Hintergrund meine ich, dass ein Wochenendarrest und 40 Sozialstunden ausreichend sind. Danke, Frau Verteidigerin. Nina, die Anträge haben Sie nun gehört. Sie können sich selber noch verteidigen und Sie haben auch das letzte Wort. Nachdem Sie unter 18 sind, können auch Ihre Eltern, Herr und Frau Kettinger, noch was sagen, wenn Sie wollen. Auch Sie haben das letzte Wort. Auch nichts mehr. Dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Nina Kettinger ist schuldig der gefährlichen Körperverletzung. § 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch 1 und 3 JGG. Gegen sie werden deshalb 2 Wochen Dauerarrest verhängt. Ihr wird auferlegt, an 50 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Von der Auferlegung von Kosten wird abgesehen. Ihr Augenaufschlag hat eine ganz klare Sprache gesprochen. Ich wickel euch doch alle um den Finger, wenn ich will. Ja? Und ihr Nicken, als ihr Verteidiger noch versucht hat, sie hier zum Opfer zu machen, hat auch eine klare Sprache gesprochen. So, das ist alles nicht meine Schuld. Doch, es ist ihre Schuld. Der Felix hat 80% seiner Sehfähigkeit auf einem Auge eingebüßt. Das kann noch massive Folgen für Beruf, Sport und so weiter haben. Und das ist so eine miese Geschichte, ohne irgendeinen wirklichen Grund dafür. Und ihre Eltern, die vermitteln ihnen quasi noch den Eindruck, wir haben das Geld und damit haben wir Recht. Und wer sich uns in den Weg stellt, der wird gekauft oder aus dem Weg geräumt. Schuld sind immer die anderen. Nein, sie sind schuld. Sie sind eindeutig schuld. Und damit sind wir schon bei der Ahndung. Ja, wenn wir hier Sühne als Hauptgesichtspunkt nehmen würden, dann müsste ich tatsächlich eine Jugendstrafe verhängen. Weil das ist ja wirklich eine ganz, ganz bösartige, eine fast archaische Art, ihn zu strafen. So nach dem Motto, dem Dieb hackt man das, den Arm ab und dem, der was ins Internet stellt oder zumindest einen Film weiterreicht, den macht man blind. Aber es geht im Jugendstrafrecht nicht um Sühne, es geht um Erziehung. Und da haben Sie ganz klar Defizite, weil Sie von zu Hause gar nicht die Einsicht mitbekommen, dass Sie Reue zeigen müssen, wenn Sie Mist gebaut haben. Und da, meine ich, muss jetzt sofort eine Sanktion kommen. Bei einer Bewährungsstrafe würden Sie rausgehen und sagen, haha, bin ungeschoren davongekommen. Nein, 2 Wochen am Stück in der Arrestanstalt, das ist ziemlich lang, aber das ist eine gute Zeit, um nachzudenken. Und zugleich sollen Sie 50 Stunden Arbeit ableisten, am besten in der Augenklinik. Dann können Sie nämlich mal sehen, was Sie angerichtet haben, können dafür einstehen und können irgendwas auch wieder gut machen. Da sind noch ein paar hinten, die kriegen noch richtig Ärger. Sie kriegen Ärger, Anstiftung zur Falschaussage. Sie haben eine Falschaussage getätigt. Natürlich, bei Ihnen läuft dann noch das Verfahren wegen dieses Videos. Es wird noch zu prüfen sein, ob nicht vielleicht am Ende sogar der Jonas das war, der es ins Internet gestellt hat. Bei Ihnen jedenfalls ist das hier jetzt das Urteil und Sie haben 1 Woche Zeit, Berufung und Revision einzulegen. Herr Kettinger, man kann allerdings an Menschen nicht nur mit Sekundenkleber blind machen. Das geht auch mit einer Erziehung, an deren Ende eine Tochter sich für was Besseres hält. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Felix Markgraf wurde wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen zu 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Jacqueline Haas wurde wegen uneidlicher Falschaussage und versuchter Strafvereitelung zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Jonas Ziegler wurde wegen unerlaubten Verbreitens eines Bildnisses, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu 45 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Ludwig Kettinger wurde wegen Anstiftung zu uneidlichen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und einer Geldbuße von 6.000 Euro verurteilt.